Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dying Light 2. Oh, man kann mit dir reden. Kann ich dir helfen? Hoffentlich. Ich suche Arbeit. Oh, tut mir leid. Die Ernte ist schon erledigt. Alles gemahlen und verpackt. Aha. Trotzdem danke. Warte. Hier. Was Süßes, das dich aufheitern wird. Danke. Verteilst du oft Geschenke? Na, verteilst du oft Honig und dubiose Komplimente? Honig und Weisheit. Du bekommst beides geschenkt. In der Welt ist so viel Dunkelheit, warum sie nicht mit einem Lächeln erhellen? Könnte dir Türen öffnen. Okay, danke fürs Geschenk. Mama, weißt du nicht, wer das ist? Das ist ein Pilger. Das ist kein Krimineller, Benny. Schau in seine Augen. Siehst du nicht, was ich sehe? Wir müssen Leute mit dem Herzen und den Augen beurteilen. Nicht aufgrund von Gerüchten oder Anspielungen. Danke. Gerüchte besagen, dass die Wasservorräte fast aufgebraucht sind. Das wird okay, gibt es sonst noch jemand? Ich hörte Karl letzte Nacht über Wasserbeschränkungen sprechen. Weißt du etwas darüber, Aiden? Nein. Du bist durch die Außengebiete gereist. Stehen noch irgendwelche anderen Städte? Je nachdem. Jetzt wollen die alle mit uns reden. Guck mich nicht so an, ich gebe dir bloß Infos. Nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Okay. Niemand hat etwas zu sagen. Gut. Schien, als würden die Leute ihn mögen. Na, der ihn umgebracht hat, ja wohl nicht. Wer auch immer ihn umgebracht hat, muss ziemlich stark gewesen sein. Ich hab dir Geld für Wasser gegeben und was hast du getan? Die Karte war gut für mich. Ich konnte nicht an, dass es Betrüger waren. Was? Soll das ein Witz sein? So, hier. Keine große Sache. Ich überlege, wie ich das wieder hinlege. Irgendwie ist seine Postur ein bisschen seltsam. Hallo? Sophie, können wir reden? Tu ihm nichts, Simon. Lass ihn reden. Ich bin... Aiden, du bist dieser Pilger, der vor kurzem in die Stadt kam. Du bist ziemlich gut informiert. Ich habe kaum eine andere Wahl. Ich bin verantwortlich für die Sicherheit hier. Außerdem war das gestern ein ziemlich ordentlicher Auftritt. Ich suche Arbeit. Weißt du da zufällig irgendwas? Es heißt, du könntest ziemlich nützlich sein. Aber das will ich erst selber sehen. Ein kleiner Botengang wäre für den Anfang okay, oder? Na, was schlägst du vor? Geh zu einem der Meisterhandwerker, Alberto oder Vincenzo. Beide wissen, wo es die reinsten Kristalle gibt. Ich brauche ein paar davon. Für eine besondere Transaktion. Erzähl mir mehr über Alberto und Vincenzo. Alberto und Vincenzo? Erzähl mir mehr über sie. Vater und Sohn. Alberto, der Vater, jammert die ganze Zeit. Vor dem Ausbruch hatte er eine Werkstatt und haufenweise Geld. Vincenzo, sein Sohn, ist ein wenig schüchtern. Sie sind beide Handwerker und clever. Solche, die aus einem Kaugummi und einem Stück Schnur eine Armbanduhr machen. Okay. Welche Art von Transaktion? Besondere Transaktion? Sollte ich was darüber wissen? Neugier ist der erste Schritt auf dem Weg in die Hölle, sagt Karl. Ha, glaubst du daran? Mein Motto ist, traue keinem Fremden. Und das ist genau das, was du bist. Zumindest im Augenblick. Finde erst mal raus, wo die Kristalle sind. Dann sehen wir weiter. Okay. Warum sind die Kristalle hier so wichtig? Diese Kristalle, was hat es mit denen auf sich? Sie entstanden bei dem Chemieangriff auf die Stadt. Eine Art Nebenwirkung. Die Leute glauben, wenn man sie trägt, infiziert man sich langsamer. Das glaube ich zwar nicht, aber versuchen kann man es ja mal. Und deshalb sind sie so wichtig für euch? Da gibt es auch noch andere Gründe. Sie sind schwer zu bekommen, schwer zu zerstören und weil sie so schön sind, kommt man schwer von ihnen los. Hm? Und vor allem sind es richtige Objekte. Sie sind viel realer als Papier oder altes Geld. Deshalb sind sie ja auch so teuer. Okay. Was meinst du mit für die Sicherheit verantwortlich? Du sagtest, du seist verantwortlich für die Sicherheit des Bazars. Was genau bedeutet das? Dass jeder PK, der unsere Gemeinde freier Menschen bedroht, sicher sein kann, dass ich ihm den Schädel einschlage. So wie Karl euch beschrieben hat, klangt ihr eher wie Pazifisten. Wir versuchen, die alten Regeln über Bord zu werfen und eine neue Ära der Menschheit einzuläuten. Es ist eine echte Revolution.
Und jede Revolution braucht zwei Dinge, um erfolgreich zu sein. Ideologie und eine bewaffnete Einheit, um sie durchzusetzen. Aha. Ich werde nach Alberto und Francesca suchen. Also schön. Ich rede mit diesen Meisterhandwerkern. Sie sind bestimmt auf dem Bazar. Mach deine Arbeit gut und wir können über größere Aufgaben reden. Aha. Okay, und da reden sie, dass wir für Sophie arbeiten. Sehr intelligent. Weißt du was? Die können uns dran kriegen. Damals hatte ich eine große... Eine riesige... Also... Eine... Eine Werkstatt, Papa. Ja, eine Werkstatt. Und wo ist sie? Das hier sieht nicht aus wie eine, Alberto. Ja, aber sag es bitte niemandem. Gut, reden wir mal. Sophie schickt mich. Sie meint, ihr wüsstet, wo man Kristalle finden kann. Oh, meine Fresse! Die haben tatsächlich schon einen von ihren Dumpf... Dumpfbacken? Wen? Der Typ. Sophies Bruder. Wie hieß der Arsch nochmal? Barney. Das Arschloch heißt Barney. Und er hat dieselbe Frage gestellt. Nach einer Dark Zone mit Kristallen. Davon wusste ich nichts. Und wo ist diese Dark Zone? Sie ist 100... Papa, darf ich? Na, bitte. 100 Meter von der U-Bahn entfernt. Da ist ein großes Schild, auf dem Fashion Store steht. Und ein Windrad auf der anderen Straßenseite. Ja, danke. Meine Preise sind garantiert unschlagbar. Ja. Hast du im Bazar etwas gefunden, das dir gefällt? Hat der Schwierigkeiten, sich an Sachen zu erinnern? Wirklich, wir können keine Zeit verschwenden. Moment. Wir haben neue Waffen, das ist schön und gut. Oh, ja, aber die Haltbarkeit ist für den Arsch. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Inventar. Dann hier noch. Na? Ah. Nichts Neues, was hier? Auch nichts Neues. Gut. Tagebuch. Vermisste Personen? Für sie die Gruppe, die einen Job anbietet. Ah. Der Zug. Liefern sie den Verschollenen? Nicht, was wir als erstes machen sollen. Egal, wo waren wir hier? Hier, Hauptquest. Und die Marco, die den Wasserlieferanten oder vermisste Person? Sprechen Sie mit Sophie. Ich dachte, das hätten wir gemacht. Aber eigentlich wollte ich Fertigung, nicht Fertigkeiten, Fertigung. Ja, wir müssen halt. Wenn uns das Wasser ausgeht, sind wir alle am Arsch. PKs genau wie Zivile. Diese Person neben. Was bedeutet das hier? Also, man muss es anvisieren. Aber was bedeutet das hier? Egal. Eigentlich wollte ich hier die Hauptquest weitermachen, aber verdammt. So, und hopp. So. Ich
Scheiße, ich dachte, ich würde noch da drauf passen. Und hopp. Aether? Ich höre. Aiden hier. Mir wurde gerade ein extrem zwielichtiges Geschäft angeboten. Vielleicht kriegen wir dadurch einen Hinweis auf Lukas. Ich brauche mehr als Hinweise, Aiden. Was auch immer es ist, kümmern Sie sich drum. Geht klar. Aiden, Ende. So. So. Der ist es. Ist das bald vorbei. Ja. Hoffen wir mal. Dann mal los! Steck sie in den Arsch! Nimm das! So, und hier! Du gehörst... Ich hab Katzen gekillt! Ja, schön für dich, dass du Katzen gekillt hast. Hier noch. Ja. Was ist das da? Ah, eine Ölpfütze. So, durchsuchen und jetzt hier aufmachen. Ja. Perfekt. Wir haben ein bisschen Reis und ein paar Klamotten. Und hier natürlich durchsuchen. So, einfach mal durch spazieren. Militärkonvoi. So. So, und tot. Okay, Hammer. Okay, sammeln. Aber hier ist kein Kopf. Oh, da ist noch einer. Gut, dann hier. Ah, verdammt. Sehr schön. Oh. Oh. So, sonst noch irgendetwas? Nein. Dann nennen wir das hier also. Ja, freigeräumt. So. Hopp, und weiter geht's. Da kamen auf einmal diese Schreie. Seltsam.
Oh, das können wir auch mal ausprobieren. Das ist hier der Eingang zu diesen... zu diesem Laden. Ah, hier. Gut. Macht nicht so einen Lärm. Ja. So, ab mit dir. Schon scheiße, wurde etwas entdeckt. Aber nein. Noch nicht. Weiter. So. Und tot. Ja. So. Und aufwachen. Komm schon. Ja, Immunität ist kritisch. Okay, was haben wir? Ja, nehmen wir das. Gut, siehst du, alles in Ordnung. Gut, weg da. Und hier nochmal durchsuchen. Klingen. Der ist tot. Ja. Ah. Okay, perfekt. Einmal das hier. Was ist das? Das ist schön Mittel. Kann man hier oben etwas machen? Nein. Oh, das ist das Bazaar. Da und hopp. Hallo? Hallo? Hat jemand einen ersten Hilfekasten? Wo? Oh. So. Okay, wartet. Das hätte ich nicht machen sollen, oder? Du musst doch was haben, das mir helfen kann. Vielleicht. Lass mich nicht zu einem dieser Ding. Ja, ja, ja. Gut, gerettet, gerettet, gerettet. Kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Hier, nimm das. Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Die geben dir ja auch noch Sachen. So. Nein, Quatsch. Ich kann dich nicht dahin mitnehmen. Wir haben gerade Schule, keine Ausflüge. Hier, vielleicht kann dieser gelehrt aussehende junge Mann weiterhelfen. Okay, das ist jetzt
Zuerst einmal handeln. Was hat er? UV-Lampe, aha. Nichts von Bedeutung. Upgraden? Ja, können wir nicht, weil wir... Schau wieder vorbei. Ja. Also gut, hallo. Was ist hier los? Hallo, ich bin Henkel. Dieser Schüler hier wollte mehr über meine heutige Unterrichtsstunde wissen. Über die Schusswaffen, die in Villador konfisziert wurden und was danach passiert ist. Er will eine Kerze am Ort des März-Massakers anzünden. März-Massaker? Das März-Massaker? Ja. 64 Menschen sind an dem Tag gestorben. Ein reines Blutbad. Wenn du mehr wissen willst, dann geh hin und schau es dir selbst an. Ja, und warum kann er das nicht? Warum kann er nicht? Während der Schulzeit darf niemand das Gebäude verlassen. Kinder sollten nicht allein auf dem Basar herumspazieren. Ich dachte, du machst dir eher Sorgen, dass sie in eine Dark Zone fallen könnten. Ach, die Kids von heute sind zu schlau, um in ein doofes Loch zu fallen. Wie auch immer. Könntest du für ihn eine Kerze anzünden, junger Mann? Vielleicht lernst du selbst auch was dabei. Klar, wobei ich in Geschichte immer mies war. Geschichte ist langweilig, wenn dir jemand darüber Vorträge hält. Faszinierend wird es, wenn du sie selbst anfassen kannst. Anfassen? Ja, nimm die Kerze und geh zum Denkmal des Weltkunstkongresses. Oder was davon übrig ist. Ist nicht weit weg. Melde dich bei mir, wenn du da bist. Du wirst sehen, um was es in meiner Stunde heute ging. Okay. Gut. Geschichtsunterrichte. So. Hatte der... Ah ne, das sind die Bandagen. Ich dachte, der hatte Klingen. So. Ich dachte, der hätte Klingen. Hm. Also mit Klingen meinte ich... Ja. So. Und jetzt hier runter. Und hallo, mein Freund. Er ist Handwerksmeister. Oh, ja, upgraden. Hier. Wir könnten das upgraden und dann hätten wir 40%. Ja. Geld und tonnenweise Infizierten. Die Träger verbessern, ja, das wäre auch super gewesen, aber. Dann bis bald! Ja. Okay, was wollten wir eigentlich machen? Bevor wir hier aufgehalten wurden. Ah, zuerst einmal trinken. Sehr gut, der Top. Ja, so sind wir. Wo müssen wir hin? Da drüben hin. Militärkonvoi, Sicherheitszone. Dachschule, oh. Die beste Person ist gleich hier um die Ecke. Ah. Verdammt. So, Schreier. Werkzeugsachen.
Ah, da drüben. Das haben wir vorhin, oder? Ja. Dann haben wir schon alles geplündert. So. Dann plündern wir hier. Gleich da drüben ist es. Das, ich dachte, hier wäre... Wie kommt man denn dann da rein? Oh, interessant. Nee. Aha. Hemmstoffbehälter erkannt. Wo? Es wird hier angezeigt, wenn etwas in der Nähe entdeckt wurde. Okay. Gleich. So, soll ich mal alles mitnehmen? Dann diesen da durchsuchen. Oh! Leck. Oh, ich sehe gerade. Ja, genau das. So, alle. Aha. Diese Schreihälse. Infizierte besiegt. Okay. Ja, nimm das. Das könnte nützlich sein. Oh, Köpfe. Ja, sehr gut. Und für die sind wir mehr oder weniger gekommen. Okay, sonst niemand mehr. Ja, Dietrich. Naja, eine Minute haben wir noch. Oh, eine Waffe. Ein Speer. Und hier ist es nicht gut. Ja, nicht so gut. Und hopp. Oh. Ja, und hopp. Ah, verdammt. Ja, ich habe leider keine Zeit, eben hinterher zu jagen. Oh. Gut. Schöne Lampe. Gute Lampe. Oh, und ich sehe gerade, wir haben es
So. Und schon muss man wieder auffüllen. Gut, ich würde aber sein, dass was für Flüchte entkommen. Ach so. Gut. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.